Guten Morgen. Du möchtest es dir in deinem iCamper-Dachzelt richtig gemütlich machen? Dann ist das, was jetzt kommt, genau das Richtige für dich. Wenn du in deinem iCamper-Dachzelt wie auf Wolken gebettet schlafen willst, dann sind die selbstaufblasenden Komfortmatratzen genau richtig für dich. In den nächsten paar Minuten möchte ich dir ein bisschen was über die Vorteile erzählen. Den Lieferumfang, die technischen Details, aber wir gucken uns natürlich auch an, wie sie in der Praxis verwendet werden. Welche Vorteile geben dir die Matratzen im Vergleich zu den herkömmlichen Matratzen? So, Nummer 1, einfach deutlich höheren Komfort, weil die Matratzen dicker sind und der Schaumstoff darin die Wirbelsäule optimal stützt. Nummer 2, eine höhere Isolierung vom Zeltboden, was besonders interessant ist, wenn du in den Norden reisen möchtest oder im Winter campen gehen möchtest. Und Nummer 3, du kannst diese Matratzen deutlich stärker komprimieren als die herkömmlichen Matratzen. Dadurch gewinnst du unter der Hartschale mehr Platz und kannst zum Beispiel auch Bettzeug unter der Hartschale lagern. Die selbstaufblasenden Komfortmatratzen gibt es passend für jedes iCamper-Dachzelt. Und je nachdem, was für ein Dachzelt du hast, benötigst du entweder eine Einzelmatratze oder ein Set aus Zweien. Wir haben jetzt hier das Bundle für das SkyCamp 3.0. Wenn du ein SkyCamp 2.0 oder 1.0 hast, dann kannst du es natürlich auch verwenden, das passt. Und dieses Bundle besteht aus einer großen Matratze und einer kleineren Matratze für den Klappboden und zwei Luftpumpen und alles kommt zusammen in zwei Packsäcken. Bei den technischen Details sieht es so aus, die Matratzen können auf 10 cm aufgepumpt werden und bestehen aus einem hochdichten Polyurethanschaum. Und dieser Schaumstoff stützt nicht nur die Wirbelsäule, sondern isoliert auch sehr gut, sodass ein R-Wert von 7,8 zu Buche schlägt, was besonders toll ist, wenn du bei eisigen Minustemperaturen unterwegs sein möchtest. Die Oberfläche ist mikrofaserbeschichtet, fühlt sich so samtig weich an, das ist sehr angenehm und hat den Vorteil, dass man einfach nicht dran festklebt oder es quietscht und knarzt, wenn man sich auf der Matratze mal umdreht oder sonstige Dinge tut, die man auf Matratzen halt so tut. An der kurzen Seite der Matratze sind je nach Modell verschieden viele Zwei-Wege-Ventile angebracht und oben auf den Oberseiten nochmal in den Ecken jeweils eins. Und wie genau die funktionieren, das zeige ich euch jetzt. Jedes Ventil besteht aus einer Abdeckkappe und einer roten Ventilkappe, die so aufgebaut ist, dass sie je nachdem, wie sie angebracht ist, die Luft rein, aber nicht raus oder raus, aber nicht reinlässt. Wir wollen aber jetzt die Luft komplett in die Matratze reinlassen. Deshalb machen wir an allen Ventilen alle Kappen ab, sodass die Luft ungehindert in die Matratze strömen kann. So, die Matratzen haben sich jetzt selbstständig Luft gezogen. Wer es noch härter haben will, muss jetzt nochmal Luft aktiv hinzugeben. Dafür werden alle Ventile geschlossen, komplett. Bis auf eins, wo ich jetzt nochmal mir hier das Ventil in die Innenposition gesetzt habe. Und jetzt kann ich entweder mit der mitgelieferten Handpumpe oder einer elektrischen Pumpe nochmal Luft drauf geben. Die Handluftpumpe habt ihr ja schon gesehen. Nicht lachen, aber die funktioniert tatsächlich ziemlich gut, auch wenn es aussieht wie ein Holzkissen. Die wird tatsächlich einfach drauf gesteckt. Dabei achten wir natürlich extrem darauf, dass es auch richtig fest sitzt. Und jetzt drücken wir das Ding einfach mit den Händen zusammen. Bei dieser Handluftpumpe gibt es einen kleinen Trick. Ihr seht, dass sich die nicht so schnell wieder mit Luft füllt, wie ich gerne pumpen möchte. Aber hier gibt es auch nochmal so ein Ventil, was ich dann mit dem Daumen einfach zwischendurch eindrücken kann. Und dann füllt sich die Luftpumpe wieder deutlich schneller mit Luft. Dieser Aufpumpprozess ist halt was beim Werkszustand ein bisschen länger dauert, weil wenn die Matratzen das erste Mal angeliefert werden, wenn die bei euch ankommen, sind die so stark vakuumiert, so stark komprimiert, dass sich der Schaumstoff erstmal ein bisschen ausdehnen muss. Deshalb werdet ihr, wenn ihr die das erste Mal benutzt, einfach noch ein bisschen stärker von Hand aufpumpen müssen, damit sich einfach der Schaumstoff in den Luftmatratzen ausdehnen kann. Jetzt machen wir die Luftpumpe ab. Achtet aber auch auf jeden Fall darauf, dass ihr nicht die Ventilkappe mit abreißt, wenn ihr die Luftpumpe abmacht. Und jetzt nochmal eben die Abdeckkappe oben drauf. Jetzt können wir die Matratze in Position schieben und die große aufpumpen.
Das zeige ich euch jetzt aber nicht, weil es ist effektiv genau das gleiche. Ja. Richtig schön bequem ist das hier geworden. Also auch in kürzester Zeit sind sie echt prall. Hier kann man wirklich schön bequem drauf liegen. Und wenn ihr dann wirklich ausgeruht seid und das Dachzelt wieder einklappen wollt, dann geht das Ganze einfach die gleiche Richtung, nur rückwärts. Also ihr öffnet alle Ventile, faltet dann die Matratze ein paar Mal, drückt die Luft raus. Und wenn ihr sie dann halbwegs rausgepumpt habt, dann nehmt ihr die roten Ventilkappen und steckt sie mit der Out-Richtung auf den Luftauslass. Das hat dann einfach den Vorteil, dass die Luft beim Einrollen, Zupressen nicht wieder reinströmen kann. Dadurch bekommt ihr die Matratzen richtig schön flach, legt sie dann hier wieder übereinander und könnt das Dachzelt einklappen. Als kleine Faustformel kann man sich merken, wenn ihr nicht weiteres Zubehör im Dachzelt lagern wollt, wie Schlafsäcke, Decken und so weiter, dann müssen die beiden Matratzen zusammen übereinander halt einfach nur die gleiche Dicke haben wie die Standardmatratzen. Wenn ihr Schlafsäcke und so weiter mit im Dachzelt lagern wollt, dann müsst ihr natürlich entsprechend mehr Luft aus den Matratzen lassen. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, angenehme Nächte, süße Träume und habt ganz viel Spaß da draußen. Ciao, ciao. Und dieser Polyurethanschaum aus einem hochdichten Polyurethanschaum. Läufst du noch? So, genug Matratzensport für heute.